Lucciole nella Nebbia ist ein Touristendorf mit Campingplatz, das auf die Bedürfnisse des Gastes abgestimmt ist. Seine Philosophie basiert auf Umweltverträglichkeit und auf der Verwendung von möglichst umweltfreundlichen Materialien. Die 2011 ins Leben gerufene Struktur verfügt über Bungalows und Campingstandplätze, die einen Aufenthalt mit Zelt, Camper und Wohnwagen ermöglichen. Die Besucher können ein komfortables Salzwasserschwimmbecken und unsere Fahrräder für Radtouren entlang des Flusses und kleinerer Kanäle bis ins Stadtzentrum Ferraras benutzen. Die emilianische Flusslandschaft, die das Touristendorf umgibt, bildet das natürliche Ambiente, das für ein Picknick oder einen Ausritt zu Pferd angemessen ist. Lucciole nella Nebbia ist der ideale Ort für Angelfreunde. Die Orte in der Stille der Natur, in der Nähe von Flüssen, Kanälen oder künstlich angelegten Seen sind der ideale Ausgangspunkt für verschiedenste Formen des Angelns. Wem dies nicht genügt, bietet sich die Gelegenheit, an Flussfahrten nach Ferrara, Mantua, ins Po-Delta und zur Adria teilzunehmen. Lucciole nella Nebbia liegt mit dem Auto eine halbe Stunde von Ferrara und eine Stunde von Modena, Bologna, Padua, Mantua, Verona und Rovigo entfernt.